So, willkommen zurück in Stream Nummer 1 mit einem neuen Vortragenden, nämlich Manfred Wallner. Und der erzählt uns jetzt was über Raspberry Pi Home Cluster mit Ansible. Sehr schön. So, hallo von meiner Seite. Also, hallo GLT21, schön wieder dabei zu sein. Ja, dieses Jahr habe ich wieder einmal ein Raspberry Pi Projekt am Start, wie mein Kollege vorher, der Martin Strohmeier. Noch ganz kurz eine Info über mich, bevor es losgeht. Ich bin Softwareentwickler, genauso wie der Martin C++-Entwickler bei der Firma KS Engineers hier in Graz. Also neben C++-Entwicklung mache ich auch so, oder bin ich zuständig für die CI bzw. System Automation bei uns intern in der Softwareentwicklung. Deswegen passt es auch ein bisschen zu dem Vortrag, den ich jetzt da heute hier habe. Und neben der Arbeit fotografiere ich sehr gern, reise sehr gern. Das ist jetzt natürlich im letzten Jahr etwas schwierig geworden. Aber ja, also so viel zu meiner Seite. Gut, wie bereits gesagt, hatte ich schon einige Raspberry Pi Projekte hier bei den GLT, beziehungsweise eigentlich seit 2014 beim Software Freedom, der das erste Mal auch auf der FH Joanneum in Graz und danach eben eigentlich regelmäßig bei den Linux-Tagen. Ihr seht da ein paar Bilder vom Roboterarm bis hin zum Mars Rover, beziehungsweise verschiedene Wall Displays, Raspberry Pi als Thin Client, als Fotobox oder als Alarmanlage, da war eigentlich schon einiges dabei. Ja, bis auf jetzt das letzte Projekt, das ich brauche immer für alles irgendeinen kurzen Namen, ein Keyword sozusagen. In dem Fall ist es das RPICH. Das ist nicht wirklich toll auszusprechen, aber das ist eben mein Raspberry Pi Cluster at Home. Ich habe da auch einen Link drinnen in der Präsentation zu einem Blogpost, den ich im Februar gemacht habe. Vielleicht nur ganz kurz, was ist ein Cluster? Ein Cluster allgemein ein Rechner, also ist eigentlich ein Rechnerverbund in der IT. Also ich spreche jetzt nicht von der Pandemie, sondern ein Cluster in der IT ist normalerweise ein Rechnerverbund, wo sich mehrere Rechner eine Arbeit teilen, beziehungsweise die Arbeitslast aufgeteilt wird, oder einfach ein Rechnerverbund von mehreren Nodes, werden sie in der Regel bezeichnet, die gegenseitig sozusagen füreinander einspringen können, beziehungsweise redundant arbeiten. Also da gibt es ein paar verschiedene Abstufungen, je nachdem, was man gerne hätte, eben High Compute Power, High Availability, Low Latency, so Sachen. Bei diesem Projekt, das habe ich in dem Blogpost beschrieben, setze ich absichtlich nicht auf Kubernetes und Docker und so Sachen wie ReefNet. Also ReefNet ist zum Beispiel ein Service, sowas wie ein Router, der im Endeffekt alle Anfragen, die zentral auf einen Scheduler beziehungsweise auf einen Proxy gehen, dann weiterverteilt zu den richtigen Compute Nodes. Ich wollte etwas bauen oder ich will etwas bauen, ich bin dabei, etwas zu bauen, das ich von vorn bis hinten mehr oder weniger selbst designen komplett verstehen kann. Und da muss ich zugeben, habe ich mich bei Kubernetes doch eher schwer getan, auch wenn ich es mal aufgesetzt habe und zum Laufen gebracht habe. Und es gibt da noch weitere andere Projekte wie das K3S oder inzwischen das K0S, die behaupten, dass sie Komplexität wegnehmen von dem ganzen Setup von Kubernetes. Aber eben das wäre sozusagen, die meisten Leute haben sofort Kubernetes im Kopf, wenn sie Cluster hören. Und Kubernetes und Docker, und man kann die Container herumverschieben, wie man möchte. Und ich baue hier aber auch einen Cluster, wo die Workload hin und her geschoben werden kann zwischen einzelnen Nodes. Nur, dass ich jetzt da andere Tools dafür einsetze. Tools, die meiner Meinung nach einfacher zu verstehen und aufzusetzen sind. Wir haben hier rechts in der Folie mal ein Bild der ersten Version von dem Cluster. Da ist das Ganze noch in so einem Lego-Gehäuse gesteckt, das ich schnell hingebastelt habe, um bei Raspberries sozusagen auf kompakten Raum zu bringen und entsprechend zu belüften. Und das Ganze ist dann aber gewachsen, beziehungsweise dadurch, dass ich letztes Jahr Nachwuchs bekommen habe und meine Tochter inzwischen überall im Haus hinkommt, wollte ich das Ganze auch etwas aufgeräumt und weggesperrt haben. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass ich das in einen 19-Zoll-Serverschrank reinpacke. Und deswegen wollte ich eben auch sozusagen eine Rack-Montage dafür haben, also was Sinnvolles im Endeffekt, sowas wie ein Industrieprodukt. Und deswegen 19 Zoll Formfaktor. Man sieht da unten dann ein Bild von einem 3D-Druck-Rendering, wie das Ganze ausschauen sollte, beziehungsweise wie es jetzt ausschaut. Ich habe jetzt einmal
prinzipiell kurz angerissen, was ich nicht tun möchte, jetzt was ich tun möchte oder was meine Use Cases sind für so einen Cluster. Also was will ich damit machen? Zum einen habe ich ja relativ große Fotobibliothek, da reden wir von ca. 200.000 Fotos, knapp 2 Terabyte an Daten und ich möchte die deduplizieren, ich möchte die komprimieren, ich möchte sinnvolles Backup realisieren. Des Weiteren betreibe ich auch in meiner Freizeit ein bisschen Softwareentwicklung und ich brauche zum Beispiel NuGet-Pakete, ich brauche Aven, NPM und auch Docker-Images. Und deswegen habe ich zum Beispiel ein Repo, das da auf diesem Cluster läuft und mir diese ganzen Sachen lokal cached oder eben zum Beispiel, ja, das ist quasi ein Proxy zu den eigentlichen Endpoints im Internet. Aber das heißt, bei meiner schlechten Internetverbindung, wenn ich die einmal runtergeladen habe, habe ich es offline und kann es von dort wieder verwenden. Dann natürlich das klassische Anwendungsbeispiel Hausautomatisierung, Alarmanlage. Wir haben eine Photovoltaikanlage, da mache ich zyklisch Abfragen drauf und speichere mir die Daten weg. Dann Videoüberwachung ist für mich auch ein Thema oder so ein Projekt, wo ich gern dran herumspiele mit Motion Detection, Klassifizierung, was war da jetzt, war das ein Tier, war das ein Mensch etc. Und das der sozusagen für mich ein Key-Faktor bei dem Ganzen war, das Ganze muss skalierbar sein. Das heißt, es soll jetzt dann nicht nur in dem Sinn skalierbar sein, dass ich neue Software drauf installieren und einfach deployen möchte oder dass ich eine Ausfallsicherheit habe, wo ich im Endeffekt schnell wieder neue Komponenten, neue Pipes dazustecken kann und es funktioniert wieder alles. Ich möchte eigentlich auch ein bisschen Skalierbarkeit in die Zukunft haben, sprich ich fahre den Cluster jetzt momentan mit 5 beziehungsweise 6 Nodes. Eine ist jetzt momentan nicht dabei, also aktuell habe ich 5 Nodes im Einsatz und das heißt, dieses Rack, ihr seht es da unten in dem Bild auch schon angedeutet, ist nicht wirklich gefüllt. Ich hoffe jetzt darauf, dass einfach in den nächsten 1, 2, 3 Jahren noch weitere neue Raspberry Pi Generationen rauskommen oder ähnliche Module, die ich da dazu reinpacken kann, wo ich dann sozusagen einfach den Cluster durchs Hinzufügen von neuen Nodes stärker mache, beziehungsweise ich dann neue Nodes dazu reinpacke, wenn ich einfach mehr Leistung brauche. So, okay, das kann man alles auch anders machen. Warum möchte man sowas machen? Prinzipiell, weil man es kann, weil es lustig ist, sowas herzurichten. Weil man da was dabei lernt. Und mitunter, weil ich dadurch jetzt zum Beispiel die Last von meiner NAS und von einem alten Intel-Server wegnehme, der im Vergleich zu dem Pi-Cluster doch ziemlich viel Strom braucht hat. Also so ein Faktor 10 in etwa. Wie schaut das Ganze jetzt aus? Das steht aktuell hinter meinem Schreibtisch. Das ist sozusagen mein Serverschrank. Der ist ein 16 HE hoher 19 Zoll Schrank von Digitus. Das war im Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt das Beste, was ich gefunden habe. Und man sieht da rechts im Bild mit der geöffneten Tür im Endeffekt, das, was seitlich so lila ist, das ist die 19-Zoll-Montage für die Raspberry Pis, wo jetzt eben die 5 Pis drinnen stecken. Dreimal eine 3er-Pi und zweimal eine 4er-Pi. Da habe ich absichtlich die Version mit 8 GB rangenommen, damit ich die Tätigkeiten, die ich bis jetzt auf dem Intel-Server, den ich hatte, wirklich auf den Cluster übertragen kann. Ja, Spezifikationen momentan, wie gesagt, 5 Nodes und die brauchen jetzt im Average über den ganzen Tag 12 Watt. Also 12 Watt Leistungsaufnahme, das finde ich für so einen Cluster mit 20 Cores und 19 GB Speicher relativ okay. Ich habe dann eben pro Pi 16 GB SD-Karte reingesteckt und einen 32 GB USB-Stick. Die ganzen die Pis arbeiten momentan auf einem 3 Terabyte NAS, NFS-Storage, wo im Endeffekt die Programme und Tools, die sie ausführen, drauf sind. Ich werde euch das dann später noch zeigen. Ja, zum Aufbau. Zum einen natürlich die Chassis, also sprich das Gehäuse. Da gibt es super Anleitung auf ulab.pro. Im Endeffekt kann das jeder, der einen 3D-Drucker hat oder jemanden kennt, der einen 3D-Drucker hat, selbst ausdrucken. Kleiner Hinweis oder kleine Warnung, das dauert sehr lang, bis da alle Teile rausplumpsen. Also da wirklich, also 24 Stunden werden, glaube ich, zu wenig sein, die der Drucker drucken muss, bis er alle Einzelteile gedruckt hat, je nachdem, was für ein Drucker ihr habt natürlich. Und ich wurde gebeten, dass ich auch was über die Stromaufnahme sage, beziehungsweise die Stromversorgung. Ich habe momentan keine Stromversorgung über Power Ethernet oder dergleichen, beziehungsweise über die GPIOs. Ich habe jetzt, da ich momentan nur ein paar Nodes im Einsatz habe, ganz einfach so einen mehrfach USB-Netz teilgenommen. Das wohlgemerkt ein cooles Feature hat, nämlich es zeigt mir den momentanen Stromverbrauch
pro Port an. So komme ich dann im Endeffekt auch wirklich drauf, beziehungsweise habe ich so ein bisschen ein Feedback, welche Pi arbeitet gerade was. Das heißt, meistens sind sie so zwischen 100 und 300 Milliampere, beziehungsweise wenn sie dann mal wirklich was tun, dann geht es halt drauf. Ja, und was man sonst halt noch so braucht. Ja, was kostet das Ganze? Was hat es mich bis jetzt gekostet? Also das Clustergehäuse jetzt wirklich ohne die Raspberries hat mich in etwa 74 Euro gekostet. Da ist die Aufschlüsselung, also der 3D-Druck mit 10 Euro ist eigentlich noch das günstigste, aber man braucht eben Stromversorgung, man braucht hinten, also das ganze Gehäuse wird auf der Rückseite durch 80 mm Lüfter zusammengehalten, da braucht man 5 Stück davon. Dann gibt es noch eine PWM-Lüfternarbe, die ich eingesetzt habe. Das ist nichts anderes wie so ein Y-Kabel mit 5 Anschlüssen, dass ich im Endeffekt alle 5 Lüfter momentan quasi über einmal PWM-Regelung steuern kann. Und dann braucht man halt noch Gewindestangen, die durch das ganze Ding durchgesteckt werden und dass das wirklich ordentlich zusammenhaltet. Man sieht in dem Bild auch, dass das eigentlich lauter Einzelelemente sind. Also sprich, jeder einzelne Einschub wird einzeln gedruckt. Ja, deswegen dauert das Ganze so lang. Aber wenn es einmal komplett verschraubt ist, dann halt es wirklich super. Ja, diese Chassis-Elemente sind vielseitig einsetzbar. Wir haben da hier jetzt zwei Bilder von dem Martin Stromer, der vor den Vortrag gehalten hat. Der hat mir das Ganze gedruckt. Also links sein 3D-Drucker, wo gerade die Elemente drauf entstehen. Und rechts sehen wir dann ein Beispiel, wo das nicht als Rack für die Rack-Montage verwendet wurde, sondern Martin hat sich ein paar dieser Elemente einfach ausgedruckt und an die Wand geschraubt und es funktioniert für seinen Anwendungsfall auch ganz gut, beziehungsweise ist von der Lüftung, Belüftung her natürlich potenziell besser als wie bei mir im 19 Zoll Rack. So, zur Software, die auf dem Cluster zum Einsatz kommt. Zum einen habe ich schon gesagt, Photo Duplication und Backup. Ich hatte lange Zeit mein Foto Backup oder meine privaten Fotos bei Google gesichert. Das ist jetzt so nicht mehr möglich, da die eine RGB-Änderung hatten und ich einfach sozusagen den Speicherplatz nicht mehr so bekomme, wie es früher war. Und ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich einfach zu Flickr gehe. Ja, da zahlt man ein paar Euro im Monat dafür, aber wenn man sich die RGBs von denen durchliest, schauen die sehr gut aus und die haben wirklich unlimitierten Speicher auch für RAW-Fotos. Und da gibt es ein cooles Projekt, das heißt Flickr Uploader. Das habe ich geforkt und ein paar Sachen dazu gebaut. Das findest du auf meinem GitHub. Ja, und dann für die ganzen Feeds, für Nougat, Maven, NPM etc. habe ich ein Sonatype Nexus im Einsatz. Das einfach deswegen, weil das der Artifact-Server ist, der am besten auf Raspberry Pis einfach läuft von den Sachen. Ja, für die Hausautomatisierung verwende ich nach wie vor AlertR. Da habe ich schon vor einigen Jahren bei den Jüngstagen drüber gesprochen. Das ist ein sehr cooles Produkt von einem deutschen Entwicklerkollegen. Python-basiert, Multinode-fähig, super. Und dann das RAMS. Ich hoffe, dass ich bald darüber bloggen kann. Das ist mein Raspberry Alarm Monitoring System, eine Eigenentwicklung. Die soll auch eben Multinode-fähig, redundant einsetzbar sein. Ja, und für den Rest, beziehungsweise für die Koordination der Jobs, die auf dem Cluster laufen soll, verwende ich Jenkins. Und meine Skripts sind eigentlich alle ausschließlich in PowerShell, beziehungsweise PowerShell 7 geschrieben. Mitunter deswegen, weil ich sehr viel in der Firma mit PowerShell mache, dadurch einiges an Erfahrung mitbringe. Und die PowerShell 7 läuft super auf Raspberry Pi. Also man braucht natürlich Pi ist größer gleich 3, damit das funktioniert. Wegen dem .NET Core-Zeug, was auf dem das basiert. Aber eben, ich sag mal, wenn man Raspberry Pi 3 hat und den PowerShell man hat halt im Endeffekt alles, was die PowerShell mitbringt, von eben der Object Pipeline etc. Und es ist einfach eine gewohnte Umgebung, für mich zumindest. Ja, und für die Videoüberwachung setze ich Zoneminder ein. Zoneminder ist auch multimasterfähig. Das heißt, man kann es so konfigurieren, dass im Endeffekt, wenn die Arbeitslast, sagen wir mal in meinem Fall, ich habe 6 IP-Kameras aufgestellt. Wenn eine Pi mit der überfordert wäre alleine, beziehungsweise überfordert ist mit 6 Full-HD IP-Streams, dann kann man das auf mehrere Raspberry Pis aufteilen. Ja, und das Ganze soll skalierbar sein. Und damit das Ganze sozusagen skaliert, damit ich das Ganze jederzeit aufsetzen kann, damit ich jederzeit neue Nodes hinzufügen kann, setze ich Ansible ein. Hier noch ein kleiner Gag am Rande. Es gibt einfach Tools, die eignen sich super für einen gewissen Task und andere nicht so gut. Das alte Beispiel von im Endeffekt der Schraube und einem Hammer mit einem Akkuschrauber ist mir bei einer Schraube halt einfach sehr viel
schneller und besser am Ziel, als wenn man Hammer einsetzt. Ansible ist ein Konfigurationsmanagement, in meinen Augen das Konfigurationsmanagement, wenn man sozusagen mehrere Rechner verwalten möchte. Das Ganze kurz erklärt funktioniert so, dass man im Endeffekt Konfigurationsdateien, Playbooks, Modules in Ansible-Sprache hat, die man an einer Stelle schreibt und dann verteilt. Ja, das Ganze funktioniert meistens oder eigentlich bei Ansible, glaube ich, immer über SSH und das Ganze ist agentless. Das heißt, man braucht auf den Clients, die man verwaltet, keine weitere Software installiert haben, gar nichts. Das geht einfach so. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel auf meinem Linux-Stand-PC Ansible installiert. Das geht in der Regel auf jedem Linux-System mit einem Einzeiler. Und dann kann man auch schon hergehen und Konfigurationsdateien schreiben. Da schreibt man dann ein minimales YAML-File, wo drinnen steht, diese Pakete sollen bitte installiert sein. Und man kann dieses Playbook oder diesen Task in einem Playbook dann sofort an mehrere Rechner ausführen, anwenden. Ja, Updates sind so ein Thema. So, wenn man jetzt einen Rechner hat und man muss den updaten und man hat eine Pi zu Hause stehen, dann schafft man das noch. Da lockt man sich von Zeit zu Zeit ein und man setzt einen Cronjob auf, dass sozusagen diese Pi aktualisiert wird. Wenn man aber 2, 3, 4, 5, 10 Raspberries hat, dann wird das schon schwieriger, weil dann muss man schauen, dass man nichts vergisst. Was macht ein Cronjob, will man vielleicht nicht mehr machen, weil was ist, wenn jetzt der Upgrade oder gar Moment, ich muss. Okay, kurz Moment noch. Passt bitte weiter nach. Okay, ich bin dann gebe ich wieder online. Ja, also sobald man mehrere Nodes hat, die man up to date halten möchte, beziehungsweise sich darum kümmern möchte, dass die zum Beispiel regelmäßig Updates machen. Da ist man mit Ansible sehr viel besser dran, meiner Meinung nach, weil ein Standard-Feature von Ansible ist zum Beispiel, wenn man jetzt ein Playbook hat und man möchte jetzt Updates installieren und es schlägt bei einem, bei einer Pi, bei einem Node sozusagen ein Update fehl, dann werden die Updates bei den anderen Nodes gar nicht mehr ausgeführt. Das heißt, man würde sich sozusagen nicht auf einmal den ganzen Cluster killen. Im Vergleich dazu, wenn man das über einen Cronjob macht und jede Pi führt brav ihren Cronjob auf und dann stirbt einfach einer nach der anderen und der ganze Cluster ist down. Das möchte man nicht, deswegen nimmt man zum Beispiel Ansible. So, wie gesagt, habe ich schon gesagt, Ansible ist remote, Ansible ist agentless und es skaliert super von einem kleinen Home-Server, wie in meinem Fall, bis hin zu Enterprise-Farmen. Also egal, ob man da jetzt 200 oder 500 Nodes verwaltet, das funktioniert eigentlich meiner Erfahrung nach immer sehr gut. Wobei man jetzt dazu sagen muss, ich arbeite noch nicht besonders lang mit Ansible, aber bis jetzt ist es einfach das Beste. So, ich habe eine kleine Demo für euch vorbereitet. Ich schaue so nebenbei ein bisschen in IRC-Chat rein. Vielleicht bitte nur ganz kurz um Feedback, dass ihr meine Shell lesen könnt, dass die Schrift groß genug ist, dass das passt. Wir haben bis zu einer Minute Latenz. Bis zu einer Minute Latenz. Okay, dann mache ich inzwischen mal weiter. Sehr gut, mach das. Ich gehe davon aus, dass es klappt. Ich kann jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, ich würde gerne alle Nodes in meinem Cluster anpingen. Das heißt, ich rufe jetzt Ansible-i an, gebe meinen Cluster an und wenn wir in das Cluster-File reinschauen, dann sehen wir da jetzt die Definition. Dankeschön, jetzt ist das Feedback aus dem IRC auch da. Und ich sage jetzt da bitte ping alle und ich habe jetzt meine 5 Nodes und die haben sich alle brav gemeldet. Wenn ich da jetzt in
das, mein Cluster-Config-File reinschaue. Da stehen also Sachen drin, wie das die Connection über SSH passieren soll, dass der User, der sich anmeldet, der Standard-User Pi sein soll. Wohlgemerkt, ich verwende die SSH Key-Based Authentication. Man könnte da natürlich auch Passwörter reingeben, etc. Ich ändere meine Passwörter von meinen Pis immer sofort auf irgendwas super Kompliziertes, speichere mir das dann in KeePass XC und verwende in der Regel einfach Key-Based Authentication. Ja, also so schaut ein Config-File aus. Und jetzt zeige ich euch, wie jetzt zum Beispiel so ein Playbook ausschauen könnte. Ich habe hier einen Common Task, der in meinem Cluster Playbook drinnen ist, wo zum Beispiel drin steht, dass das Apt-Repo aktualisiert werden soll. Dann habe ich einen Task gemacht, um PowerShell zu installieren. Beziehungsweise da habe ich zum Beispiel einen Task, um Common Packages zu installieren. Und dann habe ich an einer anderen Stelle definiert, was jetzt die Common Packages sein sollen. Also zum Beispiel auf jedem von meinem Node kommt Vim, ACGrep, OpenJDK und SpeedTestCLI drauf. Dann hat jede Pi bekommt im Endeffekt Mount Points und da kann man so zusätzlich Variablen definieren. Das Ganze ist auf meinem GitHub-Repo online. Ihr könnt euch das auch anschauen, gern jederzeit. Und es ist wirklich die Konfiguration, die ich bei mir verwende. Also ich verwende einfach Git zur Versionierung und pushe das Ganze auf GitHub. Da sind jetzt keine Secrets drin. Wie gesagt, alle meine Credentials etc. sind sowieso über SSH-Keys und davon checke ich natürlich dann nichts ein. Beziehungsweise wenn, hätte einen guten Grund, dass ich meine SSH-Keys ändere. Ja. Jetzt könnte man zum Beispiel hergehen und sagen, dass ich mein Playbook, mein Side-Playbook auf den ganzen Cluster anwenden möchte. Und ich würde jetzt aber gerne nicht das komplette Setup fahren, sondern nur die Common Tasks. Also es gibt da noch ein paar andere Tasks drinnen und ein paar andere Tags. Aber das, was ihr hier jetzt zum Beispiel seht, dieses Playbook richtet mir die Nodes so ein, beziehungsweise stellt sicher, dass die Konfiguration der Nodes so ist, dass die alles ausführen können, was ich in meinem Cluster ausführen möchte. Also da werden jetzt zum Beispiel die Apt-Repos aktualisiert, es wird sichergestellt, dass PowerShell installiert ist, dass ich für meine Scripts brauche, es wird sichergestellt, dass die JDK drauf ist, die ich für den Jenkins brauche, solche Sachen. Und am Schluss bekomme ich dann hoffentlich das Feedback, dass alle Dependencies vorliegen, dass alles installiert wurde. Ja, dass im Endeffekt sozusagen der Zustand vom Cluster okay ist. Gut, in der Zeit bin ich, glaube ich, schon relativ fortgeschritten für das, was ich eigentlich machen wollte. Das heißt, ich werde jetzt da wieder zurückswitchen und euch im Endeffekt meinen Jenkins und den Sonatype zeigen, der auf dem Cluster läuft und möchte dann später wieder zurückkommen und euch das Ansible Setup weiter erklären, wenn es Fragen gibt etc. Also wie das dann mit den NFS-Mounts und mit der Software funktioniert. Beziehungsweise ich melde mich noch schnell einmal an einer der Pis an. Und zeige euch zum Beispiel die F-Stub und diese Einträge da hier, dass ich zum Beispiel einen USB-Stick habe, der auf der FSDR1 hängt, auf MNT USB1 gemountet wird mit X4 oder eben, dass ich hier mein Raspberry Pi Cluster Home auf meiner NAS habe, das wieder auf ein anderes Verzeichnis gemountet wird, das wird alles über Ansible gemacht. Und wenn ich jetzt da auf den Mountpoint reingehe, dann seht ihr im Endeffekt schon, dass ich hier ein paar Ordner vorbereitet habe für zum Beispiel für die Programme, die ausgeführt werden sollen von den einzelnen Nodes. Das heißt, jede der Nodes hat dann dieses Mount-Verzeichnis, worin dann im Endeffekt die Software liegt, die die Node ausführen können soll. Gut, weiter im Demo habe ich jetzt zum Beispiel, muss ich einen richtigen Browser finden, beziehungsweise muss ich einen Browser finden, den ich dazu überziehen kann. Einen Jenkins. Das ist der Jenkins, der läuft auch auf dem Cluster und der hat eben die ganzen Jobs, wie zum Beispiel das Hochladen der Fotos auf Flickr. Das ist ein zyklischer Task, der wird einfach jede Stunde ausgeführt. Dann gibt es eben zum Beispiel einen Photovoltaic Data Collector. Wenn ich den jetzt da anstarte, dann läuft er einfach auf einer der Pis los. Und holt mir die Daten von der Photovoltaikablage, das sind jetzt die momentanen Daten sozusagen, und speichert die in einer Datenbank ab. Ja, also heute bis jetzt 5,7 kWh produziert. Ja,
Also dieser Jenkins-Server, diese Tasks, die ihr da seht, das ist sowas wie im Endeffekt mein zentraler Cluster-Cron, könnte man so meinen. Das heißt, im Endeffekt nutze ich den Jenkins eigentlich wie ein Cron-Scheduler. Der ist dafür zuständig, dass meine Tasks auf irgendeinem beliebigen Node, man kann es natürlich auch auf ein Node über Label binden, das heißt, man hat da die Möglichkeit, dass man jetzt zum Beispiel sagt, bei einem der Exekutoren, das ist, der hat jetzt das Label Py4 und mit dem Label Py4 habe ich da im Endeffekt jetzt zwei Nodes, den Master-Node und die Einser-Node. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel auf eine der anderen Nodes gehe, die haben dann das Label Py3. Das heißt, ich könnte mir aussuchen, dass ein Job nur auf einer bestimmten Hardware-Generation läuft. Solche Sachen eben. Ja, dann gibt es natürlich jetzt da Jobs, die laufen länger, Jobs, die laufen nicht so lang. Ich habe die Möglichkeit, dass ich Updates etc. einspiele über den Jenkins. Also im Endeffekt habe ich das Ganze so aufgezogen, dass ich über Ansible das Setup von dem Cluster mache und sozusagen den Desired State herrichte. Und ab dort arbeite ich dann aber eigentlich mit meinen PowerShell-Skripts und die über den Jenkins gescheduled werden weiter, weil es eben, wie ich anfangs erwähnt habe, das System ist, das ich verstehen und überblicken und troubleshooten kann. Ich glaube, so habe ich es dann in dem Blogpost auch beschrieben. Ja, und dann gibt es noch zum Beispiel den Sonatype Nexus Server, der jetzt eben auch auf der Py läuft, der dafür, dass er auf der Py läuft, erstaunlich gut und erstaunlich schnell reagiert. Und ich habe da meine Feeds und man kann zum Beispiel jetzt sehen, ich verwende Chocolaty, dass da ganz einfach meine Choco-Pakete, die ich mal runtergeladen habe, jetzt sozusagen gecached vorliegen. Und wenn ich es jetzt nochmal runterlade, werden es von da genommen und nicht aus dem Internet runtergeladen. Was mitunter daran liegt, dass ich am Land lebe und da relativ schlechte Internetverbindung habe. Das ist einfach eine nette Optimierung. Ja. Und natürlich NuGet-Pakete, NPM-Pakete etc. So, also jetzt kurz zur Demo, da können wir dann später gerne wieder zurückkommen. Jetzt habe ich euch ungefähr mal umrissen, warum ich den Cluster gebaut habe, beziehungsweise was da drauf läuft, wie es drauf läuft. Was kommt noch? Zum einen GitHub Repo Link war, glaube ich, vorher schon in den Slides drinnen. Alles, was ich im Endeffekt an Config mache, was ich das Jenkins File fehlt. Da muss ich jetzt dazu sagen, das kommt jetzt aber dann die nächsten Tage, sobald ich dort alle Credentials rausgeschmissen habe. Also alles, was ich mit dem Cluster mache, das landet in meinem GitHub Repo. Und ich versuche auch weiterhin darüber zu bloggen. Die nächsten Sachen, die ich wirklich jetzt sozusagen auf meiner Agenda habe, ist, ich habe Kubernetes für ein paar Tage laufen gehabt drauf. Es hat mir dann nicht gefallen, das System, und ich habe den Cluster sozusagen neu aufgebaut. Vielleicht für die, die es interessiert, ich verwende das Raspberry Pi OS Lite Image für alles. Das heißt im Endeffekt, ja, speichere ein Image drauf und das Ding geht sozusagen schon in meinen Cluster. Ja, sonst das Einzige, was ich mache, ist, dass ich im Endeffekt noch das SSH-File anlege auf der Data Partition von der Raspberry Pi, damit ich mich remote anloggen kann. Die IPs vergebe ich zum Beispiel statisch über meinen Router, beziehungsweise über DHCP über meinen Router. Ja. Als nächstes will ich den Nginx Reverse Proxy zum Laufen bringen, damit ich sowas Ähnliches nachbauen kann, wie im Endeffekt das WeaveNet für Kubernetes. Das hat mir sehr gut gefallen, dass ich im Endeffekt sozusagen immer einen einheitlichen Zugangspunkt habe, zum Beispiel dann für die Web-Oberfläche, für das Kibana-Dashboard, indem ich mir dann die Daten der Photovoltaikanlage visualisieren kann. Ja, diese Sachen sozusagen über einen Nginx Reverse Proxy, den ich dann auch dynamisch, je nachdem auf welcher Node dann welcher Service ausgeführt wird, sozusagen umkonfiguriere. Das ist sozusagen das nächste große Thema, das in der Pipeline, sobald ich Zeit habe. Ja, dann habe ich da so vier Punkte aufgeschrieben, Build it, Use it, Break it, Learn und dann quasi das Ganze nochmal von vorn. Ich bin jetzt da noch in Build it und Use it und ja, dann schauen wir mal, wie leicht man den Cluster tatsächlich an die Grenzen bringt und kaputt machen kann. Sprich, ich werde hergehen und im laufenden Betrieb Pis rausziehen beziehungsweise versuchen, neue Pis reinzubringen und will dann verifizieren, dass das Ganze wirklich so als Cluster läuft. Ja, und dann kann ich auch darüber Aussagen treffen, ob ich jetzt da sozusagen mit meinen 5 Nodes, die im Schnitt 12 Watt brauchen, inklusive der Lüfte, leben kann mit meinem momentanen Use Scope, ob es zu viel ist, ob es zu wenig ist. Ja, eben ein Lernprozess, ein lustiger Lernprozess. Vielleicht jetzt eine Kleinigkeit zum Mitnehmen, beziehungsweise was ich in
dem Prozess von Bauen von diesem Cluster und bei allem, was ich so im CI und System Automation Bereich gelernt habe, ist, alles immer zu automatisieren, wenn man denn die Möglichkeit hat. Und ich habe in der Vergangenheit gesagt, okay, wenn ich etwas mache, dass ich, sobald ich etwas zweimal machen muss, das im Endeffekt geskriptet oder automatisierbar mache. Ich bin auch ein Verfechter davon, der sagt im Endeffekt, ein gutes Tool ist CLI first. Das heißt im Endeffekt, ich möchte ein Tool vor allem in der Unix- und Linux-Welt in erster Linie über die CLI bedienen können. Und ein User Interface ist schön, wenn man es hat, aber es müssen alle Optionen, alle Features über die CLI nutzbar sein. Und wenn ich dann im Endeffekt Tools finde, die so aufgebaut sind, wie zum Beispiel jeder Paketmanager, dann kann ich auch hergehen und wenn ich auch nur eine Raspberry Pi habe, sagen, gut, ich möchte jetzt den State von dieser Pi, was da alles drauf sein soll, über ein Ansible Playbook, über einen Ansible Task beschreiben und ich kann das auch schon mit nur einer Node automatisieren. Dann habe ich halt ein Playbook, das sozusagen nur mit einer Node kommuniziert, aber ich habe dann trotzdem sozusagen das Ganze schriftlich zum Nachschauen, was ist da alles drauf. Ich kann es in Versionskontrolle klatschen. Das heißt, ich kann es von Anfang an weg automatisieren und nicht erst, sobald ich einen zweiten Node hinzufüge. Also das wäre mein Tipp. Ich glaube, das zahlt sich aus und da lernt man viel dabei und ja, das macht Spaß. So, das war jetzt sozusagen der Core-Teil von meinem Vortrag. Ich habe jetzt bei der Demo absichtlich etwas abgekürzt, da es jetzt schon 10:30 ist und offiziell waren, glaube ich, 20 Minuten angekündigt. Sag mal danke fürs Zuhören bis jetzt und würde jetzt gern, sofern es Fragen gibt, auf Fragen eingeben, beziehungsweise wenn ihr bestimmte Teile sehen wollt, kann ich die auch gern explizit herzeigen. Ja, das war's von meiner Seite. Fürs Erste. Danke, Manfred. Zwei Fragen haben sich ergeben. Nummer eins, läuft Docker auf deinem Cluster, beziehungsweise warum nutzt du nicht Kubernetes? Warum nutze ich nicht Kubernetes? Ich nutze Kubernetes, also Docker läuft prinzipiell auf dem Cluster. Ich habe den Docker-Daemon, glaube ich, noch drauf. Ich nutze Kubernetes deswegen nicht, weil es mir, extremer Overkill für meinen Anwendungsfall vorgekommen ist und weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich verstehe, wie das System funktioniert und weil ich Angst davor hatte, dass ich zum Beispiel ein Update einspiele und ich war mir nicht sicher, läuft der Cluster, also ich habe das jetzt nur 2-3 Tage gemacht, ich glaube es waren 3 Tage, ein Wochenende plus ein Tag oder so, bis ich dann gesagt habe, okay, es funktioniert, es ist mir zu komplex und ich möchte verstehen, was ich aufbaue und deswegen bin ich sozusagen auf ein sehr einfaches System das einfachste System, das ich mir aushirnen konnte, zurückgegangen. Habe ich das verpasst oder läuft Docker irgendwo bei dir? Momentan läuft, also ich habe jetzt kein Image momentan im Einsatz. Also ich verwende zum Beispiel Docker für Git hier, aber das auf meinem Stand-PC, also für meinen Git-Server und der soll dann am Cluster laufen. Aber mir ist im Endeffekt nicht wichtig, dass das Dockerized ist oder nicht. Ja, das ist, wenn ich meine Daten sauber getrennt habe von der Anwendung und die Konfiguration sauber getrennt habe und zum Beispiel die Konfiguration über Ansible, also die Konfiguration lebt bei mir sowieso immer in einem GitHub-Repo und wenn ich dann die Software über Ansible installiere und dann die Konfiguration GitHub-Repo über Ansible auf die Node bringe, dann brauche ich kein Docker mehr in meiner, also jetzt in meiner Welt. Ich glaube, es gibt, ja, viele Ansichten. Ich komme gern ohne aus, sagen wir so. Und wenn ich mal was schnell ausprobieren möchte, zum Beispiel einen Elk-Stacker neuen, ein neues Kibana, was auch immer, dann nehme ich auch das Docker-Image dafür und teste das mal. Aber dass ich es jetzt bei mir am Cluster in Production habe, habe ich mich noch nicht durchgerungen. Okay, das heißt, der Cluster läuft, es läuft kein Docker am Cluster. Zurzeit nicht. Ganz gut, danke. Nächste Frage. Vermutlich auf dem Masternode läuft ja Jenkins. Ist der redundant? Kann der rausgeschmissen werden? Noch nicht. Das ist ein Plan im Endeffekt, den ich habe. Ich habe mir noch nicht ganz ich bin noch nicht ganz zu einem Schluss gekommen, wie ich das schaffen könnte in Kombination mit meinem Router, das im Endeffekt so ein Failover macht, dass wenn mein Hauptnode, wenn mein sozusagen Master Router nicht mehr da ist, was ich jetzt dann im Endeffekt mit dem Nginx Reverse Proxy machen möchte, wie ich dann sozusagen automatisch auf den zweiten umgeleitet werde. Das ist für meinen Home-Anwendungsfall jetzt
nicht super wichtig, sage ich jetzt, weil wenn angenommen die Node sterben würde, dann gehe ich her, hole mir ein neues Raspberry Pi OS Lite Image, klatsche es auf eine neue Pi und sage meinem Ansible Playbook, es soll ausgeführt werden und dadurch bin ich im Endeffekt wieder online, da meine ganze Konfiguration alles auf dem NFS-Share ist. Das heißt, ich habe zumindest die Möglichkeit, dass ich Disaster Recovery mache. Ja, und das NFS-Share, das ist natürlich dann mit dem RAID, dass ich habe so eine QNAP-NAS und es wird gebackupt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich die Daten habe. Das heißt, ich habe im Endeffekt eine Möglichkeit, dass ich Disaster Recovery sehr billig machen kann. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, dass ich ein Hot Failover habe, wenn ein Node ausfällt. Das habe ich momentan einfach nicht. Mhm. Dankeschön. Jetzt muss ich kurz nachlesen, die Frage. Die 80x80 Lüfter laufen mit 12 Volt. Wo sind die angeschlossen? Die laufen in der Tat nicht mit 12 Volt, die laufen mit 5 Volt und die habe ich über das USB-Netzteil, das ich unten drin liegen habe, mit Strom versorgt. Und die PWM-Steuerung macht momentan so ein kleines Regler-Dingens, das soll dann mit der Raspberry auch gemacht werden, beziehungsweise dass, es sind ja immer im Endeffekt zwei Pis vor einem Lüfter bei dem 3D-Gehäuse, das ich habe. Und ich bin schon ein paar Mal gefragt worden, ob es nicht sinnvoll wäre, dass das sozusagen eine temperaturbasierte Regelung der Lüfter wäre. Ja, das wäre sehr sinnvoll. Ich habe noch keine Zeit dazu gehabt. Okay. Netboot mit TFTP oder so, ist das ein Thema für deinen Anwendungsfall? Ich habe in einem initialen Draft, und ich glaube, es ist im Blogpost reingeschrieben, dass ich im Endeffekt das Ganze Pixie booten können möchte. Also das will ich machen und dann im Endeffekt die Images auf dem NFS-Share auch habe. Das ist sehr sinnvoll, meiner Meinung nach. Ich habe es noch nicht zum Laufen gebracht. Ich habe mir mal einen halben Tag damit gespielt und dass ich dann sozusagen, also vor allem mit dem Jenkins, wo ich dann hergegangen bin und Jenkins aufgesetzt habe und die Jenkins-Notes automatisch dazu klatschen wollte, da hat es dann zum Spießen angefangen. Meiner Meinung nach würde das zu einem echten Cluster gehören, dass wenn ich jetzt sozusagen eine neue Raspberry dazufügen möchte oder irgendeine neue, einen neuen Node, dass ich dem sozusagen über Pixieboot nur das richtige Image gebe und dann ist er automatisch verfügbar und kann Arbeiten ausführen. Das wäre sehr sinnvoll. Mhm. Sehr schön. Das Netzteil hat es den Leuten offensichtlich angetan. Wie viel Watt backt das Netzteil und kann man die Ausgangsspannung einstellen? Das ist eine sehr gute Frage und ich muss jetzt einfach das leider nachschauen. Bezüglich Ausgangsspannung wäre mir jetzt nichts aufgefallen, muss ich sagen. Von der Leistung her kann ich allerdings sagen, das hat 40 Watt, 8 Ampere ist es angegeben. Also jetzt momentan, wie gesagt, bei meinen momentanen 12 Watt habe ich noch genug Spatze nach oben. Ja. Also ich glaube, wenn man allerdings 8 moderne Smartphones damit aufladen würde, wird es wahrscheinlich irgendwann an seine Grenzen kommen. Aber ja, für den Anwendungsfall finde ich es sehr gut um den Preis. Sehr schön. Da geht es gleich weiter. Kann die Info vom Netzteil per Netzwerk oder USB abgefragt werden, also quasi automatisch? Leider nein. Also ich habe da kein Interface dafür gefunden. Ich schaue jetzt auch gerade, das hat keinen weiteren Anschluss. Ich glaube kaum, dass die da irgendwie USB-Data-Interface haben. Ich fürchte nein. Das ist wirklich nur ein normales USB-Netzteil. Okay. Das möchte ich dir nicht vorenthalten. Ich weiß nicht, wie sehr du den IRC verfolgst. Bezüglich den Hauptnode redundant machen, gab es zwei Kommentare. Für dich, also einerseits den Nginx Proxy Manager offensichtlich und andererseits potenziell etwas mit OpenSense Firewall. Sowas in der Art. Cool. OpenSense habe ich noch nicht gehört, IPFire. Also ich habe mir im Endeffekt als mögliche Lösung IPFire angeschaut. OpenSense werde ich mir jetzt auch anschauen. Danke für den Tipp. Danke für den Hinweis. Okay. Eine Frage kam noch: Packages mit Ansible installieren. Schaut einfach aus, aber es wird nicht verstanden. Man versteht nicht, wie die Configs modifiziert werden. Okay. Wird da einfach ein Config-File auf den Node kopiert oder was? Oder wie? Nee, dann zeige ich das jetzt nochmal kurz her. Ich habe hier im Endeffekt mein Site-File und das ist sozusagen mein Playbook. Und in dem Playbook drinnen habe ich Rollen,
Tag-Zuweisungen bzw. Tag-Zuweisungen für Hosts. Da gibt es zum Beispiel das All-Keyword, das heißt, alle Nodes, die ich jetzt sozusagen in meinem Cluster definiert habe, bekommen die Roles Common bzw. leben und im Tags Common. Genau, und wenn ich da jetzt reinschaue in meine Roles, dann gibt es hier zum Beispiel einen Main Task. Und in dem Main Task steht zum Beispiel drinnen, dass ich jetzt alle sozusagen auf eine Timezone setze, dass ich bei allen Update machen möchte und dass ich bei allen diese Common Packages installieren möchte. Zu den Common Packages, die habe ich in der Config von der Role drinnen. Das ist einfach nur eine Variable, das ist ein Array mit dem Paketnamen. Das heißt, die beiden Files, die jetzt kann ich nicht umschalten. Okay, so geht's auch. Genau, also ich übergebe da jetzt dem apt-Provider, den apt-Module von Ansible eine Liste von Packages. Und Ansible kümmert sich jetzt sozusagen für mich darum, dass diese Liste an Paketen installiert wird. That's it eigentlich. Ich kann jetzt ein kurzes Beispiel machen, dass ich zum Beispiel... Ich glaube, da müssen wir jetzt abbrechen, weil die Zeit ist vorbei. Ich habe schon gekriegt. Passt. ich habe einen Twitter-Link, Twitter-Handle drin gehabt. Meldet euch einfach bei mir, wenn ihr noch was sehen oder wissen wollt. Ich sage danke fürs Zuhören und noch schönen GLT 21 von zu Hause aus. Danke vielmals für deinen Vortrag. Und für alle anderen, wir hören uns in 20 Minuten wieder beim Vortrag Schulfrei von Benedikt Suska und Dominik George. Dankeschön.